Volvo Trucks präsentiert auf der Internationalen Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge 2012 in Hannover einen echten Baustellenprofi. Den brandneuen Volvo FH. Der Truck ist speziell für den anspruchsvollen Baustellenverkehr konstruiert. Dr. Hans Gesmann stellt den FH im Detail vor. Wir haben nicht nur ein neues Auto, sondern das ist auch technologisch völlig neu. Das ist nicht nur ein Facelift, sondern wirklich ein neues Auto. Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir hier sehen. Und insgesamt hat man über 1 Milliarde investiert in das Produkt. Und das seit etlichen Jahren jetzt. Das Thema Kraftstoffverbrauch ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für unsere Kundschaft, weil das ist das Einzige, was sie wirklich noch beeinflussen können. Sie können heute ein Unternehmer, ein Betreiber von LKWs, kann kaum noch etwas beeinflussen. Er hat die Preise für den Fahrer, er hat den Dieselpreis, den er nicht beeinflussen kann. Also ist Kraftstoffverbrauch für ihn ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dem tragen wir natürlich Rechnung und das tun wir, indem wir den Motor und den Antriebsstrang bestmöglich optimieren mit vielen, vielen unterschiedlichen Techniken. Was wir tun ist im Antriebsstrang, dass wir ein Doppelkupplungsgetriebe eingeführt haben. Das heißt, beim Schalten wird die Zugkraft nicht mehr unterbrochen. Das heißt, die Schaltvorgänge sind wesentlich schneller, dadurch wird das Drehmoment wesentlich besser genutzt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ein Turbo-Compound-Motor, der eben nochmal Druck auf das Schwungrad gibt, sodass der Motor ein wesentlich höheres Drehmoment hat bei gleichem Spritverbrauch. Das ist also zwei wesentliche Dinge, die wir im Antriebsstrang gemacht haben. Wir haben in unserem Fahrerhaus jetzt gut 1 Kubikmeter mehr Luftraum, Innenraum. Stehhöhe ist erheblich gesteigert worden und 300 Liter mehr Stauraum. Dazu kommt ein sehr ergonomisches Cockpit mit vielen Möglichkeiten, das individuell für sich zu gestalten. Und auch der Wohnraum des Fahrers ist so angepasst, dass er da wirklich auch eine Woche gut drin leben kann. Das Thema Handling eines Fahrzeugs ist ja erheblich auch das Thema Sicherheit. Das ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir wollen jetzt einen Rennwagen haben und damit schnell fahren, sondern wir wollen Sicherheit erhöhen auf der Autobahn, insbesondere im Fernverkehr. Und das machen wir mit einer Einzelradaufhängung. Wir sind der einzige Hersteller, der eine Einzelradaufhängung im Lkw-Bereich bietet. Die ist quasi so aufgebaut wie die eines Pkws. Und wir haben ja den berühmten Film gezeigt, der durchs Internet kursiert, wie wir das demonstrieren mit einer Dame, die zwischen zwei Lkws balanciert. Und das beweist das sehr eindrücklich, finde ich. Wir haben im Bausegment einiges zu bieten. Das ist einerseits unser klassischer FMX. Ich darf ihn jetzt mal schon klassisch nennen, der natürlich dafür extra gemacht ist. Das, was Sie hier hinter mir sehen, ist eine Schwerlastsattelzugmaschine, die sich natürlich hervorragend eignet, um schwere Baumaschinen von und zur Baustelle zu transportieren. Den FH kann man selbstverständlich genauso als Kipper, als Abrollkipper, als Absetzkipper konfigurieren. Und da tut er natürlich exzellente Dienste, keine Frage. Wir sind sehr überzeugt, dass wir hier ganz vorne liegen mit unserem Fahrzeug. Wir haben jetzt 2 Pressetage hier auf der IAA erlebt und das Interesse, was wir gespürt haben von Kollegen, von Journalisten, von schon ersten Besuchern, die kommen, war so überwältigend, dass wir ziemlich überzeugt sind, dass sich dieses Interesse auch dem Rest der Messe weiter fortsetzt. Und das, was wir so spüren und was wir an Kommentaren hören, ist sehr, sehr, sehr ermutigend und da sind wir sehr glücklich drüber. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.